Einen wunderschönen guten Morgen und willkommen zurück zu Metal Gear Solid 2 Sons of Liberty. Ja, im letzten Part haben wir ja erstmal ein langes Intro angeschaut, was wirklich fast 18 Minuten ging, oder es ging 18 Minuten. Von daher geht's jetzt endlich los mit der Action, obwohl es wird nicht riesig Action geben, noch nicht, denke ich nicht, keine Ahnung. Und ihr seht schon, der Humor ist jedenfalls auch wieder drin. Von wegen, ja, drücke die Taste, drücke die Taste. Es ist Metal Gear halt. Und ich bin immer noch fasziniert von der Grafik. Ich meine, das ist PlayStation 2. Gut, das ist jetzt kein Crysis, ist mir klar, aber... krass. So, aufs Maul. Ups. Nein. Snake, go through that door into the ship's interior. Push the action button down in front of the door and wait until the door opens before letting go. If you need to open the door faster, hit the action button repeatedly while you turn the handle. Make sure you keep doing it until the door is open. Ja, ihr merkt schon wieder. Und ja, es ist Otacon. Ist egal, ich gehe rein. Merkt keiner. Hoffentlich. So, wir sind hier drin. Endlich. Ganz drin. So. Ich bin fasziniert von der Grafik, ey. Hätte ich nicht gedacht. Dass es immer noch so gut aussieht. Du siehst so gut aus. Freeze. So, jetzt muss ich das loslassen. So machen. Oh, fuck. Halt's Maul! Nein! Na! Alter! Scheiße! Geht schon wieder gut los. Nein! Ich will nicht! Mami! Das ist alles... ach, lass mich erschießen. Erschießt mich halt. Okay, wir müssen es nochmal machen. Na los, jetzt erschießt mich schon. Ihr seht schon auch, dass ich blute. Was richtig krass ist. Wusste ich gar nicht, dass es so gemacht ist noch. Ja, jetzt erschieß mich doch halt mal. Ja, also Blut ist ja nicht gerade wenig. Wir machen es nochmal. Ja, ihr merkt schon, ich stelle mich super an. Keine Gefangenen mehr. Nein, da ist doch keiner. Hab ich den eigentlich getroffen? Meine Fresse, brauchst du ewig. Sag mal. So, ja, die lassen manchmal was fallen. Ist sehr praktisch, finde ich. Wir durchsuchen erstmal hier das ganze Zeug. Vielleicht finden wir ja was Nützliches. Ration. Kann man immer gebrauchen. USP habe ich jetzt noch nicht, die Pistole. Gut, hier kann man nicht rein. Hier kann man anscheinend... Hier ging das, glaube ich, wieder raus. Ich will mich aber erstmal hier umsehen. Weil ihr habt schon gemerkt, dass ich auch hier lang kann. Vielleicht finden wir noch etwas Gutes. Eine Wache. Na, das ist easy. Hab ich vorhin eigentlich auch gedacht, aber naja. So, direkt in den Kopf.
schaltet sie sofort aus. Soweit weiß ich ja. Aber dann hört es auch schon langsam wieder auf. Okay, jetzt Option. Das wusste ich noch, dass man das machen kann. Succelade. Gut, Schluss mit den Spielchen. Was haben wir hier unten? Oh, hier steht einer. Oh, ach ja, das war ja der Stinker. Du kannst gleich weiter pennen. Das sind tolle Wochen. Pennen hier einfach rum. Ekelhaft. Gut, also hier kann ich nicht weiter. Hier ist auch nix. War ich denn in der Bar schon? Ich weiß es jetzt gerade gar nicht. Ach doch, genau. So, Randale. Brauche eh keiner. Hast du was für mich eigentlich? Irgendwie sowas? Ja, Bandagen. Werde ich wohl auch brauchen. Ach, hier kann ich eh nicht lang. Gut, dann gehe ich hier lang. Wo komme ich jetzt eigentlich hier hin? Ich habe keine Ahnung. Wo ist denn das hier? Die Tür ist zu. Ah, hier kann ich rein. Okay, Munition. Ullali, jo, stimmt, da war ja was. Sexy Lady. Und da gibt's auch ein Secret, das weiß ich noch. Und zwar, man muss sich einfach nur ganz nah heranstellen. Und, oh, da kann anrufen. What do you think you're doing, Snake? You don't have enough to keep you busy. Try to remember the mission if you can. Ich feiere es. Okay, die ist zu. Hier ist nichts drin. Die ist zu. Ulladio. Sexy. Ich weiß gar nicht, das Model. Das haben die immer wieder genutzt. In jedem Teil war das drin. Abgesehen vom ersten jetzt. So. Gut, das ausgeschalten. Hast du was für mich? Ja, Ration. Sehr schön. Hier kann ich nicht lang. Huch! Ja, das hätte ich vielleicht auch geschaut. Okay, lass mir die Tür. Gut. Hier geht's nicht lang, oder? Kann ich das drehen irgendwie? Doch, kann ich drehen. Ah, da komme ich ja wieder raus. Da will ich aber nicht hin. Da will ich nicht hin. Gut. Was ich auch geil finde, ist, wenn da wirklich vom Regen dann wieder reinkommt, dass dann alles pitschnass ist. Das finde ich richtig geil. Dadurch passieren dann auch... Was heißt passieren? Dadurch hat man dann auch Fußspuren. Nasse Fußspuren. Was macht der denn? Weg mit dir. Hast du irgendwas für mich? Oh, Munition, dankeschön. Gehe ich jetzt überhaupt richtig? Ich weiß es nicht. Von hier kam ich. Nee. Nein. Ach nee, halt. Ich wollte doch... Wieso ist eigentlich wieder wach? So. Ihr seht schon die Fußspuren. Ich wollte hier hin, genau. Ha, das weiß ich mal noch. Wie gesagt, das hier ein bisschen weiß ich noch, aber...
Weil das Stückchen, das gab's hier auf der Demo damals. Snake, there's a surveillance camera in place. Once you're in its field of view, an alarm will go off. You can't afford to be seen. You can also use the chaff grenade to set up some electronic interference. The camera will be ineffective for a while. There's a blind spot right beneath the camera. Use it to buy some time. Okay. Ich habe aber keine Dübel, oder? Nee. Habe ich nicht. Schade eigentlich. Easy. Also das kennt man ja vom ersten Teil noch. Ganz klar. Chef. Ach, schau an. Wir haben sie wieder. Die Dübelgranate. Hier geht's hoch. Da will ich aber noch nicht hin. Ich will erstmal hier lang. Okay. Einfach mal drunter kriechen. Kennt man ja auch. Immer so ein paar versteckte Dinger. Gut, also hier hoch. Ja, wir müssen ja irgendwie auf die Brücke kommen. Nee, ich werf mir hier lang. Huch! Snake, wait! Don't move! I see it. Some kind of device on both sides of the hall. Infrared sensors? Right. And they're linked to... Let me guess. Semtex. Exactly. Plastic explosives. If you trip the sensors... I'll be sleeping with the fishes, along with this entire ship. That sounds about right. Hmm. There aren't that many infrared beams. Maybe you can get past those without setting off the explosives. If you need to see exactly where the beams are, you can use the usual method. There's a fire extinguisher over there. Break it open and try scattering some of the extinguishing chemicals. Könnte man machen, ja. Aber das würde die Woche alarmieren, so rum. Von daher machen wir das einfach mal nicht. Okay, kann Melonen. Schick. Ohne Box. Ja. Das ist nicht gut. Machen wir es in die Box. Katschung! Das Gute ist, man kann hier durchschauen. Ich feiere das so. Was will der hier? Will er hier pennen oder wie sieht das jetzt aus? Gut, da dürfte uns aber nicht sehen. Da pennt. Gut. Also durch die Melone durch. So, gute Nacht. Er wollte eh pennen, von daher passt das schon. Okay, der hat nichts für uns. Wo kam der denn her? Gut, also müssen wir hier lang. Ja, Überwachungskamera. War ja klar. Was ist hier denn los? Alle tot. Na, super. Hm. Hm? Da ist noch Munition. Oh, Entschuldigung. Ich muss da mal ganz kurz durch. Essenreste. Oh, Kondom. Oh. Nee. Ist hier noch was drunter? Ja, aber USP. Ja, die habe ich nicht, die Pistole. Hm. Wie mache ich denn das jetzt? Komme ich hier einfach so vorbei? Komme ich sogar. Perfekt. Ja, los, komm.
Komm schon, ich weiß, dass du es haben willst. Perfekt. Dass die Kamera das nicht gesehen hat. Alter, wie liegt der denn? Ja, warum nicht? Ich liebe das. Na ganz kurz, was wollen die Russen hier schon wieder? Kann ja nur wieder Ärger bedeuten. Und noch mehr Einheiten. Ja, so wie zum Thema 12 Mann. Wird ja immer mehr. Aber nun gut. Die 3 Mann, die halten uns jetzt auch nicht auf. Finde ich jetzt. Okay, sind mehr als 3. Naja, was soll's? Augen zu und durch. Snake, did you find out where that ship is headed? Yeah, I'm looking at it. 35 degrees longitude, latitude around 58. More than 500 miles off the coast of the Bermudas, out in the middle of the Atlantic. So, the prototype is ready for solo testing. It's basically combat worthy. That area is outside the Second Fleet's operational range, too. It must be a standalone Marine Corps project, which means this prototype Metal Gear must be designed for independent deployment without any naval assistance. Anyway, analysis can wait till later. Snake, you need to go down to the holds and locate the actual metal. Was war das denn? Schau mal an. Die Grafik, ey. Die ist richtig krass. Sag mal, meine Freunde, wer das jetzt war? Tja. Erfahren wir es im nächsten Part. Ich speichere mal hier nochmal ganz kurz. Überhaupt das erste Mal speichern. You wanna save, Snake? Natürlich, sonst hätte ich dich ja nicht angerufen. Hm. Ja, das war mein erster Test. Ob denn auch alles funktioniert und alles. Neue Speicherdatei. Natürlich möchte ich das. So, perfekt. Snake, you of course know the saying, one for all for one. What is this all of a sudden? Oh, I figured you'd need a lot of motivation, so I came prepared. It's from the Three Musketeers. The book, not the candy bar. Anyway, it means that if you go up against everyone by yourself, they'll gang up on you too, I think. Since you're on your own on that ship, you need to take this to heart and avoid confrontations. How is that? Just like the old days, huh? Almost reminds me of Mei Ling. But you sure you got it right? Of course. And I'll teach you a lot more of these. You can count on it. Great. Na toll. Ja, ehrlich. Na toll. Wie gesagt, wer das ist, das sehen wir erst im nächsten Part. Ich muss dazu sagen, den Tanga hab ich schon gemacht. Ja, ihr kennt mein Testen bei Metal Gear. Das ist, 5 Minuten wollte ich machen. Ihr habt's gesehen, fast 2 Stunden waren's. Ja. Typisch. Aber wie gesagt, das ist wirklich nur das Intro. Bis in die Geschichte reinkommen und alles das ganze Zeug. Der Hauptteil ist dann wirklich auf diesen
Schalldings da, keine Ahnung, wie man das nennen kann. Da habe ich absolut keine Ahnung mehr. Oder beziehungsweise teilweise. Weiß ich noch Dinge, was man machen muss. Aber so 100% wie beim ersten Teil wird's definitiv nicht. Weil ich dafür... Boah, nee. Aber es gab irgendwas, was ich nicht mochte. Ich weiß aber nicht was. Na, wir werden es erfahren. Wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben, kommentieren und Spaß dabei haben. Wir sehen uns dann also im nächsten Part. Bis dahin.